Hallo, meine Damen und Herren, kommen wir nun, nachdem wir die Teilkostenrechnung besprochen haben, nochmals auf die Situation im Handel zurück, die wir im Rahmen der Kostenträgerrechnung ja bereits besprochen haben. Wir hatten damals gesehen, dass die Handlungskosten in der Regel aus fixen und variablen Handlungskosten bestehen. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie können denn die Handlungskosten in ihre fixen und variablen Bestandteile aufgeteilt werden? Zur Aufteilung der Kosten in fixe und variable Bestandteile wird die mathematische Methode angewandt. Diese möchte ich Ihnen nun grafisch vorstellen. In der horizontalen tragen wir die abgesetzte Menge ab. In der vertikalen die Erlöse und die Kosten. Sie sehen, die Grafik wird sehr der Break-Even-Analyse ähneln. Dies ist logisch, denn sie geht von den gleichen theoretischen Grundsätzen aus. Wir haben wieder die fixen Handlungskosten als horizontal verlaufende Linie, die variablen Handlungskosten als lineare Funktion und die Gesamthandlungskosten als Addition der fixen und variablen Handlungskosten. Nehmen wir nun eine beliebige Absatzmenge an. Dieser Absatzmenge werden Gesamtkosten zugeordnet, ebenso wie ein bestimmter Fixkostenbetrag. Gehen wir nun von einer höheren Absatzmenge aus, so ergeben sich auch für diese Absatzmenge fixe Kosten in der gleichen Höhe wie bei der niedrigeren Absatzmenge, sowie höhere Gesamthandlungskosten. Sie sehen also, die Steigerung der Kosten bei einer Steigerung der abgesetzten Menge resultiert ausschließlich aus der Steigerung der variablen Kosten. Denn die fixen Kosten sind ja in beiden Fällen gleich. Diese Erkenntnis nutzen wir nun, um die Steigung der Gesamtkostenfunktion zu berechnen. Dazu betrachten wir den Mengenunterschied, Delta Menge, und den daraus resultierenden Kostenunterschied, Delta Kosten. Es ergibt sich also das hier dargestellte Steigungsdreieck. Wenn wir nun Delta Kosten durch Delta Menge teilen, so ergeben sich daraus die variablen Kosten pro Mengeneinheit. Wir kennen nun also den Betrag, um den sich unsere Gesamtkosten erhöhen, wenn wir ein Stück mehr absetzen, nämlich die variablen Kosten pro Stück. Wenn wir uns weiterhin ins Gedächtnis rufen, dass die Gesamthandlungskosten des Unternehmens aus den fixen Handlungskosten und den variablen Handlungskosten bestehen, so können wir uns nun zur Berechnung der fixen Handlungskosten diesen Fakt zu Hilfe nehmen. Die gesamten Handlungskosten sind uns bekannt und die variablen Handlungskosten können wir berechnen. Das heißt, eine Berechnung durch eine Auflösung der hier gezeigten Funktion nach Groß Kf können wir die Fixkosten bestimmen. Die Auflösung der Gleichung nach Kf zeigt uns, dass die Fixkosten die Gesamtkosten abzüglich der variablen Kosten sind. Die variablen Kosten wiederum sind die variablen Stückkosten mal die abgesetzte Menge. Das bedeutet, dass ich nach Berechnung der variablen Kosten pro Stück von meinen Gesamtkosten entweder bei der niedrigeren oder bei der höheren abgesetzten Menge die variablen Kosten von den gesamten Handlungskosten an diesem exakten Punkt abziehe. Die variablen Kosten an beiden Punkten ergeben sich jeweils aus dem Produkt der entsprechenden Menge mit den variablen Stückkosten. Die nach der Subtraktion verbleibenden Kosten sind dann die fixen Handlungskosten. Bedenken Sie, wir haben jetzt nur über die Handlungskosten im Handel gesprochen. Die Materialkosten, die ja ebenfalls variabel sind, müssten Sie bei Bedarf eben noch dazu addieren, wenn Sie die gesamten variablen Kosten kennen wollen. Herzlichen Dank für heute. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Screencast. Tschüss. Oh!